Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Beim letzten Mal haben wir Burg Drachenfels ausgeräumt und irgendwie hat das jetzt Einfluss auf die Metallpreise. Und wir können wieder nach Europa gurken, weil Will hat jetzt ein Flugzeug gebaut. Oder Will jetzt ein Will Flugzeug bauen. Will. Könnte ich noch irgendwas anderes machen? Ich könnte mal nach Australien, aber ich glaube, da kann ich jetzt noch nicht so viel machen. Ich glaube, ich fahre aber einmal nach Europa vorher. Ich habe da so eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob ich das schon gemacht habe. Aber, na, Europa ist jetzt nicht so weit. Achtung, Turbomodus. Das ist schon England. So, einmal geguckt. Ich bin mir wirklich unsicher. Ach ne, ich hab's schon gemacht. Okay, es ging mir um die Büchse hier. Die habe ich schon geholt. Oh, ich könnte mal Elixiere trinken. Bevor mir mein Inventar voll läuft. So, okay, dann fahren wir wieder. Einmal über den Atlantik gesaust, gebraust. Ich bin sehr froh, dass wir in Kürze ein schnelleres Transportmittel bekommen. So, direkt zu Will. Der war doch hier, ne? Heinz? Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Es wird schwierig werden, die trägen Menschen hier zu motivieren. Aber sie müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Wenn die Gesetze geändert werden, kann die Stadt sich entfalten. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Ich glaube aber, hier war der Feinschmecker, oder? War der hier? Ich bin mir unsicher. Du bist nicht der Feinschmecker. Gut, vielleicht doch. Who knows, was ihr da macht. Du bist, glaube ich, Jürgen der Koch, ne? Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein begnadeter Koch. Das erste so aus... Moment, ich überlege gerade, was der ja macht. Eigentlich müsste ich ihn Berlinern. Das Essen zu Hause war so schlecht. Nee, ich kann nicht Berlinern. War so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Wie soll ich die Würste zubereiten? Braten. Warum brätst du sie nicht? Braten! Dafür brauche ich einen Grill! Nee, eine Pfanne. Mal sehen! Okay. Dann gehen wir raus. Gehen wir da rein. Wenn ich sie brate, werden sie ganz schwarz und ungenießbar. Was soll ich tun? Aufgeben. Nee, wenn wir sagen aufgeben, dann gibt er wirklich auf. Das ist übrigens gemein. Hier, mit dieser einen Antwort kann man die gesamte Entwicklung der Städte kaputt machen. Kleinschneiden. Du solltest sie kleinschneiden. Kleinschneiden! Das probiere ich. Also jeder, der aus Berlin kommt, sorry, ich versuche das nur ganz dilettantisch nachzumachen. Ich hab deinen Rat befolgt, aber irgendwas fehlt noch. Hast du eine Idee? Tabasco dazu. Schütt einfach Tabasco dazu, das geht immer. Tabasco natürlich, das probiere ich. Ich glaube, ich drifte zwischendurch so ein bisschen ins Rheinländische ab, was nicht so gewollt ist. Durch den Tabasco mussten sich mehrere Leute übergeben. Was soll ich tun? Mach eine Soße. Warum machst du nicht eine Soße dazu? Soße! Gute Idee, das werde ich probieren. Ja, wir haben gerade die Currywurst erfunden. Ich glaube, im Original ist es der Hamburger, den er erfindet. Ich habe einfach ein paar Würste klein geschnitten und fertig war's. Mein Würstelgulasch ist sehr beliebt, komisch. Ja, ganz wichtig, das muss man machen. Das hat Auswirkungen, irgendwann. Aber den habe ich gar nicht gesucht. Gesucht habe ich wen anders. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der wirklich hier wohnt. Das hier ist, glaube ich, so eine Art Inn, oder? Ja. Ja, oder war der in Liberita? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich gehe erstmal zu Will. Hurra! Hollerö! Endlich, Ark! Mein Flugzeug ist fertig!
Ich habe ein neues Metall aufgetan. Mein Traum wurde Wirklichkeit. Ark S gehört dir. Drücke A, um zu starten. Im Flug drücke L für Tiefflüge und R, um höher zu fliegen. Mit Y beschleunigst du, um zu landen, musst du tief fliegen und A drücken. Okay. Okay, Flugzeug. Somehow. Nee, dann war der Typ bestimmt doch in Liberita, den ich meine. So, hier gibt's jetzt plötzlich eine Landebahn, aber die ignorieren wir erstmal. Erstmal nach Liberita. Also New York. Wo wäre das denn? Das waren die drei Mädels mit dem Kostüm. Oh Gott, jetzt krieg ich Schluck auf, oder? Tom. Warst Tom? Ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Bring mir schmackhafte Speisen und ich belohne dich. Ja, es war Tom. Hier, guck mal, Tom. Ich habe Ölsardinen. Mann, das sieht aber lecker aus. Fisch. In der Büchse. Geil. Ich bin Feinschmecker. Lass mich doch mal kosten. Sicher. Willst du kosten? Das sind Ölsardinen aus Ahola. Öl. Diese Art der Zubereitung kenne ich nicht. Lass mich versuchen. Lecker. Ein ganz und gar exquisites Stück Fleisch. Es war Fisch. Hervorragend. Ich werde es leicht anbraten und mit Kräuterbutter garnieren. Okay. Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ich, Tom, sage, das wird in die Geschichte eingehen. Ich als Feinschmecker. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ark erhält 100 Taler. Okay. Egal. Flugzeug. So, wenn ich auf die Landebahn gehe und... Geile Musik. Und Flugzeug. Und wir wissen ja, ein Flugzeug ist ein fliegendes Zeug. Und jetzt kann ich fliegen. Und jetzt kann ich schnell fliegen. Hui! Ich kann auch höher fliegen, oder? Wie kann ich höher? Ah. Hui, da ist Yamai, da ist Tokio. Da ist Australien. Da ist die Antarktis, die hier nur Südpol heißt. Südamerika, unser toller Erdspalt. Oh, ist Liberita gewachsen? Ah, ich glaube, das ist ein Fehler. Ich überprüfe das mal eben. Es wäre eigentlich ein Ding, wenn Liberita jetzt wirklich deswegen gewachsen ist. Nee, ist es nicht. Okay, ja, also... Da hat das Spiel irgendwie so einen Bug, weil es davon ausgeht, wenn man das Flugzeug schon hat, dann muss Liberita schon gewachsen sein. Ja, wohin nun, sprach das Huhn. Ist ja schön und gut, dass wir jetzt ein Flugzeug haben, aber... Wo sollen wir landen? Weil es gibt ja nur eine Landebahn. Ja, fast. Denn hier in... hier in Russland... Gibt's halt... Lande? Achso, ich muss erst ganz runter, ne? Ja. Gibt's halt auch eine Landebahn. Und hier kamen wir vorher nicht hin. Hier geht's jetzt weiter. Tempel. Was? Was bist du denn für einer? Wenn du mehr wissen möchtest, suche den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich dir Berugas Macht offenbaren. Beruga? Den Namen haben wir schon mal gehört. Er wird alle Qual verbannen und den Tod selbst wird er bezwingen. Das ist ein großes Bild. Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. Ich versuche gar nicht erst den russischen Akzent zu geben, vergesst es. Das kriege ich mit dieser komischen Stimme, die ich mir für die vorstelle, einfach nicht hin. Warum seht ihr alle aus wie der fucking Ku Klux Klan? Beruga wird ein weiteres Mal auferstehen. Er wird ein vollkommenes Paradies erschaffen. Oh, ihr seht anders aus. Dies sind die weißen Jünger. Sie unterstehen Beruga. Es ist eine große Ehre, als Jünger aufzuwachsen, um Beruga zu dienen. Wenn ich groß bin, möchte ich auch einer der meisten Jünger werden. Willst du nicht?
Glaub's mir, willst du nicht. Hatte ich dich schon? Hallo? Ja, das haben wir schon. Irgendwo ist doch hier so dieses Sektenhaus. Ist das hier? Willst du Berugas Segen? Niemals! Die Ungläubigen sollen aus dem Paradies weichen. Ja, okay, bitte. Begib dich ins Hinterzimmer, ein Jünger wird dich unterweisen. Ah, das war das Sektenhaus. Beruga wartet im Labor auf dem See, es liegt im Süden. Das Bild an der Wand zeigt Beruga. Die Sünder werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Gelobet sei Beruga, unser Meister. Volk der Flasche, nicht der Sandale. Zusammen mit Beruga wird die Welt erwachen. Kann es sein, dass ihr eigentlich mich anbeten solltet? Ich hab die Welt doch irgendwie ne? Die Welt leidet unter Korruption. Beruga erlöst sie. Setz dich und lausche Berugas Lehre. Stellt euch auf und hört die Worte Berugas. Okay. Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst, Menschen werden weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Ich gehe dann wieder. Übrigens, diese Szene kann man komplett verpassen. Dabei finde ich die so wichtig, um zu verstehen, was Beruga ist. Also, wir mussten da nicht hin. In den Häusern sehen die Leute irgendwie viel normaler aus. Beruga ist in seinem Labor, um sich vorzubereiten. Wenn seine Zeit gekommen ist, wird er auferstehen und uns erlösen. Was mit dir? Warum bist du im Bett? Ich fürchte den Tod nicht. Ich vertraue den Worten Berugas. Beruga kündigt eine Zeit an, in der der Tod keine Macht mehr hat. Hat Jesus auch getan. Just saying. Hier ist niemand? Die haben halt echt alle ein Bild von Beruga im Haus hängen, ne? Oh, und Kristall haben sie auch. Den nehme ich aber mit. Das ist jetzt meiner. Der gehört nicht mehr Beruga, das ist jetzt meiner. Kriegt der Händler die normale Musik? Nee, nicht mal der Händler hat seine Händlermusik. Der Schuppenmantel wird dich stärken. Hollerö! Nein, wird er nicht. Willkommen, wie kann ich helfen? Götterknollen. Das ist... Schuppen bieten großen Schutz. Das ist der Schuppenmantel und der bittet einen Rüstungspunkt mehr. Und er soll angeblich eine versteckte Eigenschaft haben, die er aber nicht hat. Du kannst bleiben, wenn du möchtest. Das kostet 50 Taler. Nope. Alles klar, ich verstehe. Okay, ich habe mit allen geredet. Ihr seid ziemlich merkwürdig. Ja, habt ihr gedacht, es wäre ein Schloss, ne? Am Arsch die Räuber. Was ist hier? Aufzug. Nichts passiert, vielleicht erlosch die Kraft. Erlosch die Kraft. Also jetzt mal ernst, wer denkt, für kein Strom ist erlosch die Kraft ein guter Ausdruck? So, das hier wird unser nächster großer Dungeon, aber nicht jetzt.
Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Berugas Labor. Ciao, ciao!